Hallihallo und herzlich willkommen zur 64. Folge von unserem Minecraft Survival Build. Na, wie geht's? Und was sagt zum Baum? Nein, das letzte Mal haben wir ich liebe diesen Baum immer noch so sehr. Ich liebe diesen Marktplatz so sehr. Ich liebe das, was wir hier gebaut haben. So unglaublich, das ist Wahnsinn. Und ich glaube, ich habe es letzte Folge schon mal gesagt, dass das Dorf, die Stadt, was es auch am Ende ist, ist, glaube ich, das Beste, was ich bisher je gebaut habe in Survival Minecraft. Ohne Mods, ohne alles. Von daher, ja, ich bin mehr als zufrieden. So, aber jetzt geht es erstmal drum. Das war die letzte Folge, also das hier, ne? Das schöne Ding. Was machen wir diese Folge? Tja, folgendes. Ich habe ein bisschen überlegt gehabt. Hin und her, her und hin, rüber und über. Ich habe mich entschieden, wir werden ein bisschen Landschaft nochmal machen. Und zwar, wir haben jetzt die letzten Folgen haben wir wieder nur hier zugebracht, in diesem Dorf. Wir haben hier die Häuser zwar gebaut, wir haben ein bisschen Bäume gebaut, wir haben ein bisschen Platz gebaut, wir haben es also ein bisschen zusammengebracht. Aber es ist im Endeffekt alles immer nur hier in diesem Dorf wieder gewesen. Und ich möchte es gerne nochmal ein bisschen jetzt mal für ein, zwei Folgen aufdröseln. Und würde gerne erstmal was anderes bauen. Und zwar haben wir nämlich hinten bei unserer Farm, haben wir nämlich noch so ein bisschen was. Die Straße ist nicht ganz so schön. Die eine Seite hat noch ein bisschen was offen. Dann der Fluss ist im Endeffekt noch zu machen. Wir haben da noch ein paar Sachen. Auch hinten zur anderen Seite raus haben wir im Endeffekt auch noch Fluss. Wir haben noch genug zu tun dort hinten. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir werden uns erstmal darum kümmern, da hinten noch mal ein bisschen weiter zu machen. Ich kann nicht sagen, wie viel ich da jetzt schaffen werde. Also ich werde einfach mal... Hi. Wo kommst denn du her? Hast du was Tolles? Oh, Seegürkchen. Okay, nichts zu Interessantes. Seegurken habe ich schon. Okay, gut. Viel Spaß hier. Wir gehen mal hier weg. Nee. wir werden mal schauen, dass wir heute ein bisschen da hinten nochmal Landschaft bauen. Ich kann nicht versprechen, wie viel wir schaffen. Einfach aus dem Grund, ich stecke im Moment, also ja schon seit Wochen im Endeffekt, wir bauen ein halbes Haus gefühlt um, Wohnungsausbau. Das ist schon, ja, alles rausruppen, total Entkernung. Das nach Feierabend zieht ganz schön viel Zeit. Und ja, deswegen muss ich mal schauen, wie viel ich schaffe. Abends habe ich zwar immer Zeit, aber ich bin auch immer müde. Und ich will euch nicht irgendwie antun, dass ich irgendwie 30 Mal in der Minute gähne oder sowas. Nun gut. Aber, ja. Deswegen würde ich sagen, ich baue einfach mal ein bisschen. Wir schauen mal, was passiert. Ich glaube, ich werde erst beim Weg ein bisschen was bauen. Wir sehen uns dann irgendwie mal wieder und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, wie es aussieht, wie weit ich gekommen bin und all sowas. Und dann entscheiden wir. Ne? Gut. Dann würde ich sagen, ich packe ein bisschen Zeug zusammen und, dann reiten wir los. Gut. Ja, dann... Okay. Auf geht's. So, da ist er wieder. Hi.
Also, ich hatte ja gesagt, ich wollte ein bisschen was bauen. Das habe ich getan. Hab aber an einer Stelle vergessen zu entpausieren. Deswegen ist hier noch ein bisschen was entstanden, aber das ist erstmal nebensächlich. Das Ding hier haben wir jetzt erstmal gebaut. Ich hatte ja schon mal vor einer Weile gesagt, dass dieser Weg mir hier zu langweilig ist, weil auf der einen Seite nur Gras ist. Und wir hatten diesen Hügel. Und ich wollte aus diesem Hügel gerne noch irgendwas Klippigeres, irgendwas ein bisschen, ja, so wie es im Endeffekt jetzt hier geworden ist. Einfach so ein bisschen kleineres Klippengebiet nochmal machen, wo einfach so, wo es ein bisschen steiler runtergeht, so wie wir im Endeffekt hier das ganze Gebiet ist ja davon geprägt, was wir jetzt hier gebaut haben bisher. Und dadurch habe ich einfach hier diesen Hügel genommen, habe hier vorne einfach dann praktisch die Kante gemacht und wir sind dann hier einfach nach unten. Und dadurch habe ich auch, weil ich dadurch clever bin, habe ich einen schöneren Übergang zum Wald. Weil ich kann dann praktisch, wie ich jetzt hier gemacht habe, noch so ein paar Bäume hinsetzen und in den Bärenbusch laufen. Und es gehört noch hier so ein bisschen zu diesem Wald. Ist auch hier so ein bisschen verbunden, genauso hier hinten. Das ist auch relativ nah beieinander noch alles. Aber das ist so wie so eine Art natürliche Grenze nochmal, wo ich wirklich sagen kann, hier unten habe ich so ein bisschen waldbodenmäßig, also wirklich Potsoul, hier habe ich Dirt und all sowas platziert. So dass es wirklich ein bisschen dunkler ist, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, waldiger. Ich habe keine Ahnung, wie man es nennt. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall hier das und dann hier hinten diese schöne Abgrenzung durch diese Klippe. Seitwärts gedreht. Okay. Egal. Ich bin schon wieder vollkommen durch den Wind. Okay, ja. Jedenfalls, wie gesagt, 3 Bäume habe ich gebaut. Sind jetzt nicht herausragende, tolle Bäume. Es sind einfach 3 Bäume und ein bisschen Bodengestaltung, das war es eigentlich dann auch schon hier. Ja. Hier hinten hatte ich dann jetzt noch leider außerhalb der Aufnahme, weil ich wahrscheinlich, keine Ahnung, bin eingeschlafen. Ich weiß nicht, es hat auch irgendwie viel zu viel Zeit gekostet, das zu bauen. Einfach nur, weil ich immer zwischenzeitlich... Ich hatte keine zusammenhängenden Zeitstücke, um wirklich mich mal da rein zu versinken. Und da habe ich jetzt noch hier diesen Baum gebaut, einfach nur, weil ich hier gern auf der Seite auch so ein bisschen den Wald noch rüber gucken lassen wollte, aber nicht im Sinne von, ich baue da jetzt zig große Bäume, sondern einfach nur mal einen kleinen Baum oder sowas. Und das ist jetzt praktisch das Ding hier geworden. Und ich finde, es sieht relativ schick aus. Es ist ein schöner kleiner Baum. Wir werden trotzdem noch mal ein bisschen einen größeren Baum auch weiter hier hinten oder sowas noch mal bauen. Wird nicht ganz so werden, dass wir das jetzt für immer aufgeben und hier keine Bäume mehr bauen. Hier die Fläche ist noch viel zu leer. Hier muss ich noch ein bisschen mit Gras drüber auch. Aber... Und das ist jetzt eine Sache, die ich nämlich jetzt erstmal mit euch bequatschen wollte. So, ich bin da jetzt ein bisschen drüber gerauscht über das Ganze. Ich kann mir mal hier hinstellen, weil das sieht ein bisschen schöner aus. Kann ich das nochmal so ein bisschen zeigen. So, das haben wir jetzt, das haben wir im Endeffekt dann jetzt gebaut erstmal. Nee, ich bin nämlich am Überlegen, was für dieses Farmgebiet hier fehlt mir noch eine Sache. Und das ist die Möglichkeit, wie ich ja auch schon beim Dorf gesagt habe, wir brauchen im Endeffekt noch eine Möglichkeit, wo die Toten begraben werden können. Das haben wir hier noch nicht. Das haben wir drüben beim Dorf auch noch nicht. Und du willst auch diese Toten nicht Ewigkeiten durch die Kante schleppen und du willst sie auch nicht irgendwo im Wald verbuddeln. Deswegen war jetzt mein Gedanke, dass wir irgendwas bauen. Keine Kirche, kein Friedhof, sondern einfach nur einen Platz sozusagen. So ein bisschen Erinnerungssteine sehen. Ich habe mir so ein bisschen Lore für dieses kleine Farmerdörfchen im Endeffekt ja überlegt, also wie es praktisch entstanden ist. Und ich hätte fast gesagt, wir haben 2 bis 4 Gräber aktuell, mehr nicht. Würde zeitlich von dem Lore, was ich mir überlegt habe, hinpassen. Und ich würde das gerne vielleicht hier irgendwie in dieses Gebiet bauen. Dass wir praktisch hier so, wir haben diesen Hügel, wir haben diese Erhöhung. Und dann kann ich nämlich von hier hinten so einen kleinen Pfad machen, der dann nach hier oben geht. Und hier oben haben wir dann sozusagen diese vereinzelten Gräber. Diese 4 Stück, 2 Stück oder 4 Stück, je nachdem. Ich muss mir da noch genau überlegen, wie ich es machen will. Und dann würde ich hier gerne wahrscheinlich noch einen größeren Baum bauen. Es soll nicht zu pompös werden, dass man jetzt irgendwie wirklich denkt, boah, guck mal, das ist ein heiliger Baum da irgendwie mitten in der Landschaft. Es soll etwas Simpleres werden. Und ich hatte jetzt so überlegt,
Lass mal hier gucken. Stellt euch jetzt hier mal an dieser freie Fläche vor, eine große Weide. Das war jetzt so mein Gedanke, dass wir einen wirklich breiten, großen Baum bauen mit viel hängenden Sachen. Einfach nur, dass es wirklich eine richtig schöne Weide am Ende ist. Ich glaube, das könnte sau cool aussehen. Dann hätten wir da drunter sozusagen unter dieser Weide hätten wir dann diese vielleicht 2 bis 4 Gräber. Hätten wir dann da und wir hätten praktisch wie so einen kleinen Pilgerort für die Familie hier im Endeffekt, dass sie hier einmal lang kann, hier hoch und dann unter der Weide sozusagen besuchen kann. Ich fand das jetzt gar keine schlechte Idee. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber es ist so mein Gedanke. Oder wenn ihr eine bessere Idee habt, gerne her damit. Zuerst hatte ich überlegt, einen normalen Baum zu bauen. Wo drunter das ist und danach kam mir die Idee mit der Weide, weil wir haben die Tage eine Weide weggeruppt draußen, weswegen ich noch weniger Zeit für diese Folge hatte, als ich eigentlich schon gedacht habe. Aber wir haben eine Weide weggeruppt und da ist mir so gekommen, ich fand die Weide eigentlich immer schön, aber sie hat so viel Dreck gemacht, sie war nicht unbedingt beherrschbar, stand an einer sehr ungünstigen Stelle und war viel zu riesig. Aber ich glaube, so ein bisschen auch vielleicht auch ein bisschen, um die Erinnerung so ein bisschen zu halten, an diese Weide oder was weiß ich nicht, dass wir irgendwie sowas in der Art bauen. Ich weiß nicht, kann cool aussehen, kann scheiße aussehen, ich weiß es nicht. Nur, dass wir es vielleicht hier hinbauen, hatte ich so überlegt. Weil dann habe ich nämlich hier auch nicht diese gerade Fläche, wo jetzt hier nur Graslandschaft ist. Ich meine, es kommt da hinten eh alles. Von daher ist es relativ egal. Aber so könnten wir hier nochmal einen kleinen Pfad machen und das Gebiet auflockern. Das ist nicht nur weite Grasende ist, sondern dass hier hoch nochmal ein kleiner Pfad geht. Wir haben ja dort hinten, haben wir ja dann eh auch nochmal hier zwischen, da sieht man so leicht die Zäune, geht ja im Endeffekt noch einen Weg lang und der geht ja dann hier hinten raus. Dahin könnten wir auch nochmal was hinbauen, irgendwas ein bisschen in der Ferne, was weiß ich nicht. Vielleicht nochmal eine Pferdekoppel oder irgend sowas. Ich weiß es nicht. Aber das war jetzt so erstmal so ein bisschen mein Plan. Dass wir das in der Form hier bauen. Genau. Ansonsten bin ich ja noch nicht so viel weitergekommen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich jetzt unbedingt diese Folge noch was schaffe. Ich werde mal gucken. Weil, wie gesagt, zeitlich ist es echt aktuell extremst beschissen. Und es regt mich selber auf. Ja, weil ich einfach, wenn ich nicht hierzu komme, komme ich auch zu was anderem nicht. Weil das ist im Moment mein größtes Hobby, das Ding hier. Nun gut, was haben wir noch zu tun hier in dem Gebiet? Eigentlich, also heißt nicht, dass wir es nächste Folge machen, aber erstmal das allgemein. Wir haben noch den Fluss hier, der noch ein ganzes Stück hier weiter gezogen werden soll. Ich habe ja auch schon gesagt, ich würde gerne hier diesen Blob, ich weiß gerade nicht, wie ich es nenne, diese Kurve begradigen vom Fluss, dass wir nicht nochmal extra so eine extreme Kurve machen, sondern dass wir relativ gerade gehen. Hier drüben die Seite ein bisschen weiter rausgezogen, diese Erhöhung, sodass ich dann in etwa auf dieser Höhe hier oder einen Block höher eine Brücke bauen kann. Eine etwas größere, die hier rüber geht. Ich bin am überlegen, ob ich sie schräg baue, weil das wäre sicher auch ganz cool. Ich muss nur gucken, wie das vom Weg her dann auf der anderen Seite anpasst. Aber ja, das ist noch so eine Sache, die wir auf jeden Fall noch machen können. Weiß nicht, ob nächste Folge, aber ja. Und ansonsten haben wir auch noch ein bisschen hier an der Seite noch ein bisschen die Aufgabe, oder ich habe mir die Aufgabe gesetzt, nochmal 1, 2 Bäume reinzusetzen, weil wenn wir mal ins normale Plains-Biom gucken, da sind ab und zu mal hier, mal da, sind so ein paar Bäume. Und ich würde das gerne auch hier vorne in dem Gebiet noch so beibehalten, dass wir wirklich nicht ein reines Plains-Biom machen, was heißt Plains-Biom? Nicht eine reine, einfach nur alles, eine riesen Weidefläche sozusagen, sondern dass wir wirklich sagen, oder Graslandschaft, sondern dass wir ein paar Bäume haben, vielleicht auch mal, das wäre auch noch was, irgendwo hier hinten mal hin oder so, nochmal so ein kleines Bündel von Bäumen in irgendeiner Form, wo wirklich ein kleiner Wald ist, nicht ansatzweise, was wir hier haben, vielleicht ein Viertel von dem, was ich jetzt hier gebaut habe oder so, also wirklich nur ein kleines Ding, wirklich nur ganz klein, aber das sollte hoffentlich am Ende ganz schick aussehen, wenn wir damit die Landschaft machen, weil, was ich habe an diesem Projekt hier so viel Spaß gefunden mittlerweile, dass ich nicht unbedingt glaube, dass es jemals komplett weggehen wird. Ich glaube, das ist was ich jetzt für immer machen werde. Nicht nur, aber was niemals ganz weggehen wird.
Weil es ist eine Vanilla-Welt, das heißt, ich kann sie einfach updaten und wir können einfach weiterbauen. Und es gibt immer irgendwas zu bauen und ich, wie gesagt, ich bin auch mehr als stolz auf diese Welt bisher. Ne, Schweinchen? Stolz? Nee, gut. Ich bin stolz. Und dass wir halt alles so ein bisschen verbinden, wir können neue Sachen bauen. Ich habe auch saucoole Ideen für Nether, was wir da bauen können, weil irgendwann werden wir natürlich hinten dann die große Stadt bauen und damit anfangen. Und da will ich natürlich dann auch ein bisschen die Gebiete verlinken mit Portalen. Ich habe mir auch so ein bisschen was überlegt, hatte ich ja schon gesagt, mit so ein bisschen, dass die Portale irgendwas Älteres, Corruption-mäßig, irgend sowas sind. Und ich würde dann gerne so ein bisschen dunklere Festung auch im Nether. Ich würde gerne auch im Nether ein bisschen was bauen, im Sinne von Wege und relativ natürlich. Ich hatte nämlich mit der Idee gespielt, ob wir übers Bedrock gehen und dann oben praktisch die Portale bauen. Oder ob wir die Portale in den Nether bauen und im Nether selber Wege bauen. Ich würde die Wege entweder aus Soul bauen, wo halt meine Angst wäre, dass ein Gas drauf schießt und danach brennt und ist kaputt. Aber dann könnten wir mit Soul Speed dort wesentlich schneller laufen. Das wäre eine Option, die wir hätten. Und ansonsten halt normale Wege. Irgendwie ein bisschen mit dunkleren Steinen, irgendwie ein bisschen das alles schöner gemacht. Ich weiß es noch nicht. Aber ja, das ist noch was für später irgendwann mal, wenn wir wirklich Netherportal zum Linken brauchen, was wir im Moment noch nicht brauchen. Im Moment brauche ich nur eine Elytra, nicht eine Elytra, eine Rakete und ich bin drüben bei unserem Dorf. Und das passt soweit. Aber ja, genau. Das ist so ein bisschen der Plan. Ich habe jetzt wieder einen Haufen gequatscht, merke ich gerade, aber ja. Mich würde einfach mal interessieren, einfach nur mal ins Blaue geschossen. Ich hab hier einen Haufen Zettel auch liegen mit Ideen, was ich gerne noch bauen würde. Es fehlt halt alles an Zeit aktuell. Und mich selber ankotzt, weil ich dadurch keine Zeit habe, das zu machen, was mir Spaß macht. Aber, ja. Genau. Das sollte sich hoffentlich irgendwann auch mal widerlegen. Aber nee, was ich jedenfalls ursprünglich sagen wollte, diese Serie wird wahrscheinlich nahezu ewig wirklich gehen. So nebenbei, neben anderen Projekten. Es wird auch wieder Modded kommen, definitiv. Sogar wahrscheinlich nicht in allzu ferner Zukunft, aber nee, und dann werden wir mal schauen, wie sich das alles so entwickelt und ja, aber an und für sich, ich habe mehr als Spaß an dieser Welt und wir können noch einen Haufen bauen. Wir haben bisher kaum noch was gebaut in dieser Welt. Wir haben so viele Möglichkeiten. Nur ich habe zu wenig Zeit. Okay, gut. Daher würde ich jetzt erstmal sagen, ich guck mal kurz, ob mir noch was einfällt, was wir noch schnell machen können. Irgendwas jetzt nicht zu Großes. Die Weide möchte ich nicht anfangen. Da würde ich gerne, wie gesagt, eure, falls ihr noch eine alternative Idee habt, würde ich die gerne wissen. Aber ja. Ansonsten auch andere Ideen, Vorschläge, Anregungen. Gerne her damit. Ja, mal so als Beispiel. Ich hab noch was Großes vor mit Bienen. Das kommt aber später, wird viel zu groß und dafür brauche ich erstmal einen Haufen Bienen. Ich hatte noch überlegt, vielleicht irgendein Anwesen irgendwo zu bauen, vielleicht dann später auch noch was irgendwie in Sachen Reiterschule oder sowas, dass man irgendwas macht, wo einfach ich habe so viele Ideen einfach nur für Sachen, das ist schlimm, ich habe zu wenig Zeit, um das alles zu bauen, aber ja, wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, gerne her damit, dann bauen wir hier ein bisschen rum noch. Ich wollte nur sagen, also diese Serie wird eine schöne, entspannte Serie, die wir wahrscheinlich auf ewig weiterführen werden. Mal mehr, mal weniger, aber es wird nie ganz weggehen, denke ich. Nun gut. Ich gucke jetzt mal kurz rum. Überleg nochmal kurz, was ich mit der verbleibenden Zeit heute schaffe, weil es bleibt mir nur noch heute. Morgen habe ich keine Zeit mehr, irgendwas an dieser Folge zu machen, außer sie zu schneiden. Von daher würde ich sagen, ich gucke mal kurz rum, worauf ich heute noch Lust habe und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. So, hi, da ist er wieder. Ich habe noch einen Baum gebaut. Mehr ist es leider nicht geworden. Ich habe hier nochmal einen größeren Baum gebaut an diese Grenze, wo praktisch diese beiden Wege so zusammenkommen. Ich fand das einen schönen Ort, um nochmal einen Baum zu bauen. Ein bisschen größeren Baum. Und ich habe jetzt kein Replay-Footage davon.
Zum einen, weil ich es am Anfang vergessen habe und dann nicht mittendrin anfangen wollte. Und zum anderen, weil ich mir gesagt habe, okay, es ist am Ende eh nur ein Baum geworden, von daher ist es jetzt nicht ganz so wild. Ja, aber das ist im Endeffekt der Baum, den ich noch gebaut habe. Einfach nur, damit es, wenn man von hier unten kommt, damit man wirklich im Endeffekt was hat, was hier so ein bisschen ins Auge sticht und was auch verhindert, dass theoretisch man mit dem Karren einfach hier einmal querfeld ein, sondern dass man schön die Kurve nehmen muss, schön hier rumgehen muss. Ich habe keine Ahnung. Ja, genau. Das habe ich im Endeffekt gebaut. Genau deswegen sind ja auch die Zäune hier, damit wenn von hier der Karren kommt, dass der nicht einfach in den Wald fährt. Genau. Ja. Wie gesagt, wir haben jetzt einen Baum. Ich hab gestripptes Oakwood genommen. Einfach um nochmal ein bisschen andere Farben zu nehmen, weil ich jetzt hier die ganzen außenstehenden Bäume mit normalem Oakwood gebaut habe. Und ich wollte ein bisschen auch nochmal irgendwie, dass es nicht alles so ein gleich aussieht, weil wir haben hier sehr viele von den normalen Oakbäumen, was auch gut ist. Aber ja, es muss auch ab und zu mal so ein bisschen was Helleres dazwischen. Einfach für die Abwechslung. Okay, gut. Das ist jedenfalls, was ich jetzt erstmal noch offscreen gebaut hatte. Genau. Also nicht die Welt, aber auch nicht nix. Ja, für mehr habe ich leider heute nicht Zeit. Liegt einfach daran, dass die Folge eh schon, eigentlich versuche ich immer so alle, spätestens jeden dritten Tag eine Folge zu bringen. Aber im Moment war es echt schwierig, aber da Tell Me Why aktuell noch immer läuft. Ah, das Spiel wird mich nicht nur eine Weile begleiten, aber das Spiel, ich habe eine Karotte in der Hand, ne? Natürlich. Bitteschön. Okay, gut. Ja, da mich das Spiel noch eine Weile nicht begleitet, da das Spiel jetzt Tell Me Why die ganze Zeit lief, hatte ich mir gesagt, okay, dann brauchst du jetzt auch nicht dir irgendwie Stress zu machen und versuchen, zwanghaft da irgendwie noch eine Folge zusammen zu kacheln, was ich eh nicht machen würde, weil die wären dann nicht toll. Und Hilfe. Wären dann sogar noch weniger geschafft, als ich jetzt diese Folge geschafft habe. Von daher, ich glaube, alles okay. Und ich mach's ja im Endeffekt. YouTube ist ja eh nur mein Hobby. Wobei diese Welt ist auch mein Hobby. Und wenn ich nicht zu dieser Welt komme, dann, ja, naja gut. Egal. Gut. Ja, so viel da dazu. Wir können nochmal kurz reden, was wir nächste Folge machen, bevor ich jetzt diese Folge dann komplett beende. Wenn es mich schlafen lässt gleich. Danke. Denn ich hab so ein bisschen, ja, also, ich hatte ja schon gesagt, hier drüben möchte ich gerne noch vielleicht eine Weide hinbauen. Also, ihr habt eine bessere Idee, was wir noch bauen können an dieser Stelle. Worunter wir praktisch so ein bisschen diese paar Gräber haben. Oder ob wir, oder ob wir was anderes bauen. Genau. Ansonsten hätte ich noch, falls ich da nächste Folge keine Motivation zu habe, das zu machen, der Fluss muss noch weiter gebaut werden. Und ich glaube, das wäre so das nächste Projekt, was ich eigentlich dann gerne unabhängig von dem Baum da hinten angehen würde. Dass wir hier diesen Fluss, den wir jetzt hier einmal schon gebaut haben, so, dass wir das rausziehen einmal, ein ganzes Stück nach hier hinten. Dass wir wirklich dieses Klippengebiet würde ich eigentlich liebend gerne. Jetzt muss ich differenzieren. Die Seite der Klippe wird ungefähr bis hier hingehen. Und wird dann hier hinten mit dem Hügel so ein bisschen eins werden, so ein bisschen verschmelzen, sodass es ein schönerer Übergang wird, dass es flach abgeht, einfach als Land. Und fertig. Die Seite wird ein bisschen anders. Hier wird nämlich diese Klippe, ich habe schon den Namen vergessen, geht im Endeffekt hier lang und wird dann einmal hier hinten an dieser Seite noch lang gehen, sodass sie hier, weil das hier ist auch noch relativ steil, sodass sie hier hinten erst sich ausnullt, sage ich mal so. Und das heißt, wir haben hier auf der Seite auch noch ein bisschen mehr Klippe, wo ich am Überlegen bin, ob ich hier hinten den Bereich auch noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr in Waldrichtung machen will, aber auf der anderen Seite, ich will auch nicht alles zu sehr mit Wald zu bauen. Auch wenn ich Wald liebe. Naja. Achso, und was ich übrigens auch noch überlegt habe, was wir machen müssen, diese Lichter müssen weg. Es nervt mich langsam. Immer wenn ich hier in der Nacht irgendwie stehe oder bei Regen, es sieht alles so schön aus und der Wald leuchtet. Ich weiß, es ist ein bisschen Fantasy-Welt, was wir hier bauen, aber es nervt mich trotzdem. Und ich will mal gucken, dass ich vielleicht an den Stellen, wo das ist, wo hier der Glowstone ist, ob ich mal schaue, dass ich vielleicht ein bisschen von den Blättern so wegmache, dass ich natürliches Licht runterkriege und dass einfach nur das Rot verschwindet. Also ich hab ja diesen Light-Overlay, ich weiß nicht, ob man das sieht. Kann ich das, wenn ich hingehe, sieht man das?
Vielleicht in irgendeinem Winkel? Nope. Nope. Sieht man nicht. Okay. Gut. Egal. Dass ich praktisch gucke, dass da nichts spawnen kann, dass ich dann die Sachen entsprechend wegmachen kann, weil im Moment nervt es mich extrem, dieses Licht. Tagsüber geht's, aber nachts ist es wirklich schrecklich. Ich will jetzt nicht riesen offene Stellen machen, wie wir es jetzt hier beispielsweise haben, aber wir brauchen definitiv mehr Licht hier unten auf dem Waldboden. Ich weiß, Waldboden sind dunkel, aber es soll wenigstens so sein, dass hier kein Mob spawnen kann. Weil das ist nervig. Das ist echt, also ich will nicht hier irgendwie langlaufen, dass ein Creeper mir irgendwie aus dem Wald entgegenstolpert und dann alles in die Luft jagt. Das will ich zum einen nicht und zum anderen will ich nicht, dass es leuchtet. Das heißt, wir brauchen irgendeinen Kompromiss. Nun gut. Okay. So viel dazu. Also wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir dann entweder das Ding hier, denke ich, bauen. Oder wir bauen unten an der Klippe weiter. So, da hat das Telefon geklingelt. Gut. So, das war voll fressen. Gut, ja. Jedenfalls, wo war ich denn? Achso, genau. Nächstes Mal bauen wir entweder hier hinten diese Weide. Oder wir fangen dann mit der Klippe an. Und dann, wenn wir damit soweit durch sind, wenn ich hier entweder keine Lust mehr habe oder wir hiermit halbwegs fertig sind, werde ich dann wieder zum Dorf gehen. Und dann denke ich mal, werden wir erstmal die letzten Häuser bauen. Und zu guter Letzt bauen wir dann die Magiergilde. Also zum einen, ich habe mittlerweile schon einen Haufen Ideen für die Magiergilde. Das ist schon mal sehr gut, das gefällt mir extrem, dass im Moment schon mal die Ideen wenigstens da sind. Aber ich würde es gerne wirklich als sozusagen ein bisschen Abschluss machen von den Gebäuden, dass wir wirklich die Seiten fertig haben und dass wir dann irgendwie vielleicht in einer Folge das komplette Ding hochziehen. Das fände ich toll, wenn wir das am Ende schaffen würden. Aber dann muss ich da erstmal gucken. Wie gesagt, ich kümmere mich jetzt erstmal drum, dass ich jetzt die Folge dann beende. Damit ich die dann noch schneiden brauche und dann kann die Folge online gehen. Und ja, genau. Ja, ich hoffe einfach, dass es irgendwie mal bei mir in nächster Zeit ein bisschen angenehmer wird. Ich hab ja nicht mal Zeit für irgendwas anderes. Ich habe im Moment irgendwie gar keine Zeit. Das nervt. Ich arbeite nicht mehr als vorher, aber irgendwie habe ich keine Zeit mehr. Aber das muss ich ändern. Okay, gut. Ja. Da würde ich jetzt sagen, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn es nicht viel war, was wir geschafft haben. Aber naja, haben wir trotzdem ein bisschen was geschafft. Gut, dann ist wirklich tschüss. Bis zum nächsten Mal. Gehabet euch wohl, bleibt gesund. Und ja, bis denne. Ciao.